Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ja schon lange wach. Ist aber trotzdem noch früh morgens und wir fahren jetzt gleich auch los. Starten hier in einem wunderbaren Hotel und sind jetzt erstmal auf der Suche, noch schnell 10 Minuten bevor es losgeht, nach was zu essen. Und dann werden wir zu dem Objekt unserer Begierde fahren. Wo wir genau hinfahren, das halte ich noch hinterm Berg. Wenn du das nicht verpassen willst, dann lehn dich auf jeden Fall zurück. Entspann dich und genieß dieses Video. Nein, ihr guckt nicht falsch. Ich bin auch nicht plötzlich in einer anderen Matrix, sondern ich habe halt was vergessen. Und das Ding ist, dass gerade eben meine Karte halt einfach nicht funktioniert hat. Und somit musste ich dann wieder zum Auto rennen und meine richtige Karte holen, sodass ich jetzt endlich meine Windpuschel habe, weil es könnte ja durchaus sein, dass es unten ein bisschen windiger ist. Und ich somit dann auch eine funktionierende Tonaufnahme habe. Aber in diesem Sinne jetzt sollte das eigentlich funktionieren und jetzt befinde ich mich auch auf dem Weg zum Auto. Essen wird wohl nichts mehr. Pech gehabt. Dafür fahren wir sofort dahin, da wo wir jetzt hinfahren. Eine willkommene Abwechslung. Wir laufen einfach mal bergab anstatt bergauf. Ne? Also auch mal was Schönes. Ähnlich wie bei der Winneburg, nur umgekehrt. Ja, der Weg ist auch gar nicht so lang. Man sieht es schon. Da oben geht's hin. Da werden wir uns jetzt gleich wiedersehen. Und vorab gibt es jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Burg Hanstein. Die erste sichere Erwähnung einer Burg Hanstein und zugleich über ihre Zerstörung gibt Mönch Lambert von Hersfeld in seinen Jahrbüchern zum Jahre 1070. Dort heißt es, im August ließ König Heinrich IV. Des Herzogs Otto von Nordheim Burg Hanstein von Grund aus zerstören. Die Burg, die im Besitz des Grafen Otto von Nordheim war, musste also bereits vor 1070 errichtet worden sein. Vermutlich aus dem Erbe der 1144 ausgestorbenen Grafen von Nordheim gelangte die Burg in welfischen Besitz. Durch Heinrichs jüngsten Sohn, Otto IV., gelangte sie 1209 an den Erzbischof Siegfried von Mainz. Die zweite Burg war Ende des 13. Jahrhunderts in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Am 4. Oktober 1308 schlossen die Gebrüder Heinrich und Leopold von Hanstein mit dem Erzbischof Peter von Mainz einen Vertrag, durch welchen erstere sich zur Erbauung der noch heute zum Teil erhaltenen neuen Burg unter gewissen Bedingungen verpflichteten. Sie wollten aus ihren eigenen Mitteln auf dem Berge Erzstifts, genannt Hanstein, die Burg ganz neu aufbauen. Der Oberbau sollte aus Holz und der Unterbau ganz aus Stein sein. Vertraglich wollten sie an dieser Burg kein anderes Recht haben, als dass sie und ihre männlichen Erben immer Amtsleute und Burgmänner wären. Burg Hanstein sollte allzeit dem Erzbischofe eine offene Burg sein und bleiben. Aus diesem Grund sollten die Wächter und Torhüter dem Erzbischofe als Landherrn huldigen, aber auch gleichzeitig denen von Hanstein als Erbburgmänner schwören. Würde das Adelsgeschlecht von Hanstein aussterben, so sollte die Burg an den Erzbischof von Mainz zurückfallen. Die Herren von Hanstein betrieben im 14. und 15. Jahrhundert eine planvolle Politik des Besitzerwerbs und der Besitzarrondierung und dadurch schließlich das adlige Gericht Hanstein entstand, das 21 Dörfer umfasste. Da den Herren von Hanstein der Erwerb einer Stadtherrschaft nicht gelang, waren sie in beiden Jahrhunderten von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten und so gingen sie zeitweise zum Raubrittertum über. Als Antwort darauf und zum Schutz der Handelsstraße durch das Werratal ließ Landgraf Ludwig I. von Hessen im Jahre 1415 die Burg Ludwigstein errichten. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg von schwedischen Truppen teilweise zerstört und seitdem nicht mehr dauerhaft bewohnt. Denen von Hanstein war es schon längst auf der Stammburg zu eng geworden und so hatten sie sich auf ihren verschiedenen Ritterhöfen niedergelassen. Das führte dazu, dass im Jahre 1683 die Burg wüst und unbewohnt war.
Verlassen und unbewohnt zerfiel sie immer mehr, blieb jedoch einige Zeit ein Vereinigungspunkt der Linie von Hanstein zur Beratung ihrer Familienangelegenheiten, bis auch dieses wegen Baufälligkeiten unmöglich wurde. Von 1883 bis 1840 wurde aus diesem Grund ein neuer Rittersaal erbaut. Zudem wurden Teile der Burg vorübergehend als Gefängnis genutzt. Die Burganlage ging 1946 in das Volkseigentum der DDR. Durch ihre direkte Lage an der innerdeutschen Grenze wurde der Nordturm als Beobachtungsposten der DDR-Grenztruppen genutzt. Seit 1985 werden wieder denkmalpflegerische Arbeiten an der Ruine vorgenommen, unterstützt vom ortsansässigen Heimatverein. Im Jahre 1990 ist die Burg Hanstein in den Gemeindebesitz übergegangen. Unschwer zu erkennen sind wir jetzt mittlerweile auf dem Gelände der Burg angekommen. Bevor wir jetzt allerdings mit unserem Rundgang starten, habe ich noch ein kleines Special für euch, also ein kleines Giveaway. Dafür, dass ihr meine Videos ja so fleißig anschaut, liked, kommentiert, wie auch immer, habe ich mir gedacht, habe ich mir ein kleines Schwertchen organisiert, welches ich handsigniert habe. Und dieses werde ich dann auf dieser Burg irgendwo verstecken. Wo das genau sein wird, das werde ich euch im Laufe des Videos irgendwann verraten oder beziehungsweise zeigen, wo ich es verstecke. Das Ganze wird natürlich nicht so einfach sein, das heißt, man muss schon ein bisschen suchen. Wenn du es doch finden solltest, irgendwann, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare und dann schick mir gerne ein Beweisfoto auch per Instagram, dass du es wirklich gefunden hast. Dann würde ich jetzt sagen, reden wir nicht lange rum, wir starten in das Video. Beginnen mit unserem Rundgang und ich bin jetzt schon total nervös, was uns denn alles so erwarten wird. Gut, dann gehen wir jetzt in eine der schönsten Burgruinen Mitteldeutschlands. Bevor wir jetzt in diese Burg gehen, würde ich sagen, gehen wir erstmal da lang oder hier lang. Das da unten, das hier ist auf jeden Fall der Burgzwinger, das heißt, von der oberliegenden Burg konnte man dann den unteren Bereich schützen bzw. sich vor möglichen Feinden schützen. Ja, ein Zwinger war ja nichts anderes gewesen als ein offener Bereich, wo der Feind oder Feinde nicht die Möglichkeit hatten, Deckung zu finden. Dementsprechend war er dann halt offen. Nicht wundern, es regnet mittlerweile, deswegen habe ich mir hier so ein Zelt übergezogen. Also alles gut, ihr guckt gerade nicht schlecht, aber wie das halt so ist, man fängt mit dem Video an und es fängt natürlich an zu regnen. Da oben ist auch ein Tor, da gehen wir jetzt gleich aber erst dran vorbei. Wir gehen jetzt erstmal hier unten in den Burgzwinger, in diesem Bereich. Das da oben ist auf jeden Fall der sogenannte Neidkopf und der war dafür da oder sollte signalisieren, dass man sich vor niemanden rechtfertigen musste, vor niemanden Angst hatte, dass die Hanstiner die größten waren überhaupt. Denn es war so gewesen, dass dieser sogenannte Neidkopf in die Richtung geguckt hat, wo die Burg Ludwigstein gewesen ist oder immer noch ist. Die hat man hier hingebaut, damit man dem Adelsgeschlecht der Hanstiner hier so ein bisschen einen Riegel vorgeschoben hat, weil die tatsächlich gedacht haben damals, dass sie die Chefs hier in diesem Bereich sind und dementsprechend sich auch von niemandem irgendwas sagen lassen haben. Ja, dann tatsächlich auch irgendwann dazu übergegangen sind, dass sie Raubritter wurden und somit dann ihre Reichtümer angehäuft haben. Und dementsprechend gibt es ja auch noch die Sage, dass man hier irgendwo vermutlich den Schatz, also die Reichtümer, versteckt haben muss in den Gewölben von dieser Burg. Ja, jetzt wisst ihr aber, warum dieser oder was das für ein Kopf ist. Ich sage es nochmal ganz kurz, das ist der Neidkopf und der war dafür da, um die Ludwigsteiner, die unten ihre Burg errichtet haben, zu signalisieren, dass denen das halt absolut gar nichts ausmacht. Sollen sie doch kommen. Ja. Irgendwie auch ein bisschen lustig. Hier ist der Haupteingang, vermutlich da mit altem Torhaus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Tor 3. Alle guten Dinge sind drei, also auf zu Tor 3. Vielleicht haben wir ja einen Zonk gewonnen. Was? Kennst du den Zonk? Nee. Kennst du nicht? Ach du Scheiße, ich kenne den Zonk nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den Zonk noch kennt.
So, und dann sind wir wieder in der Innenburg und können da in diese Burg gehen. Ich habe gerade eben schon gesagt, als ich darauf zugegangen bin, dass das doch vielleicht ein stilles Örtchen ist. Und was soll ich euch sagen? Ja, meine Spürnase hat mich diesmal auch mal wieder nicht verlassen, denn das ist tatsächlich eine Erkertoilette. Hier hat man damals sein, ja, Geschäft verrichtet. Das ist alles jetzt neu hier aufgebaut, ne? Also damals sah das sicherlich nicht so aus, wie es jetzt hier aussieht. Das sieht ja fast so aus, als ob ich da jetzt quasi auch gerne drauf gehen würde. Aber die Grundmauern, die standen ja noch und dementsprechend hat man das einfach modernisiert. Hier hat man aber tatsächlich dann das Geschäft verrichtet und direkt in die freie Natur sich entleert. Ne? Das soll man groß drum herum reden. Es scheint so, als ob da vor außen auch kein, das Ganze nicht eingemauert ist. Das kam ja später erst. Aber das hier ist noch eine altertümliche, mittelalterliche Freilufttoilette. Haben wir das auch gesehen? Vielleicht sehen wir ja noch mehr in der Burg an Toiletten. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal Richtung Hauptburg. Lange drum herum geredet, aber das ist sie. Bevor ich jetzt hier reingehe in die Burg, ist da oben noch so ein Stein und da steht drauf, dass Malta-Weizen kostet ein Ort und 10 Gulden. Also kostete das Malta-Weizen einen Ort und 2 Gulden? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, sonst bin ich hier komplett verwirrt. Jetzt haben wir hier sofort auf der linken Seite nach dem Eingang, haben wir jetzt hier den alten Rittersaal. Mit angegliedert an diesen alten Rittersaal ist dort drüben das ehemalige oder der ehemalige Küchenbau, der sich da drin befunden hat. Da ist auch noch der alte Brunnen, oder da war wohl der alte Brunnen, den wir uns auch noch mal angucken werden, der aber dann im Laufe der Zeit dann auch zugeschüttet wurde, unbrauchbar gemacht wurde. Denn ihr wisst ja, das Wichtigste an einer Burg war der Brunnen oder eine Zisterne. Hatte man diese Sachen nicht, dann hatte man auch kein Trinkwasser. Hatte man kein Trinkwasser, dann konnte diese Burg hier belagert werden und sie musste dann früher oder später aufgegeben werden, weil man halt nicht so viele Wasserressourcen hatte oder Wasserspeicher hatte, dass man dann hier lange überleben konnte. Sprich, man hatte gar keinen Wasserspeicher und dementsprechend war dann halt hier ganz schnell Ende gewesen und die Burg musste dann verlassen werden oder aufgegeben werden. So, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit gekriegt, hier in die alte Krypta zu gehen. Normalerweise versperrt. Da achten wir natürlich auch auf unsere Sicherheit. Da geht es auf jeden Fall dann zur Krypta. Da gehen wir jetzt gleich rein. Hier war denn die Burgkapelle gewesen. Also hier sieht man es ganz gut, dass das hier die ehemalige Burgkapelle gewesen ist. Man kann sich das hier bildlich vorstellen, wie hier eine Heiligenfigur drin stand oder irgendetwas anderes. Vielleicht Weihwasser. Vielleicht war das hier so ein altes Becken gewesen. Und das kann nämlich auch sehr gut sein, weil da unten, wenn man da mal so durchguckt, geht es da quasi raus, als ob das Wasser quasi von hier oben runtergekommen ist und dann hier drauf, weil das hier ist so eine Art Becken und das dann nach hinten wieder weggegangen ist. Obwohl, Weihwasserbecken hat man doch nicht einfach rausfließen lassen. Merkwürdig. Vielleicht weiß das ja einer von euch, wie das Ganze funktioniert hat. Fakt ist auf jeden Fall, für mich ist das definitiv ein Becken gewesen. Ich weiß, worauf ihr wartet. Ja, ihr wollt sehen, wie ich in die Krypta gehe. Da gehen wir jetzt auch mal runter. Ist alles ein bisschen enger. Aber, wie gesagt, sonst nicht öffentlich zugänglich. Und das schauen wir uns dann einfach mal ganz gerne an. Jetzt ist dieser Raum auf jeden Fall leer. Finden tut man oder sehen tut man jetzt hier großartig nichts mehr. Hier hat man noch irgendwelche alten Steinreste. Hier nochmal so ein
Holzkeil und alles. Ach man, manchmal wünsche ich mir einfach ein kleines Mäuschen zu sein und dann einfach in die Vergangenheit zurückzureisen, um da zu sehen, was denn wohl hier gewesen ist. Ja, hier scheint es auch so, als ob hier irgendwie mal ein Türverschluss drin gewesen ist. Das heißt, hier vielleicht irgendwie mal eine Tür vorstand, die man dann da einrasten konnte an dieser Stelle. Vermutlich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben und schauen uns weiter um. Das scheint so, als ob das hier die alten Grabsteine gewesen sind, also gegenüber direkt von der Krypta. Ja, macht natürlich Sinn, dass die Grabsteine dann hier aufgereiht wurden oder zum Schutz noch hingestellt wurden, dass die Leute sich das angucken können, weil diese Krypta halt jetzt nicht so ungefährlich ist und man sich da leicht verletzen könnte. Ja, dementsprechend hat man es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und man kann diese Grabsteine dann bestaunen. So, lange drüber geredet, aber jetzt zeige ich euch das auch mal. Vielleicht kann man da was sehen. Den alten Küchenbau. Also das Erste, was mir direkt ins Auge springt, ist hier einmal, was jetzt gerade mit so Efeu zugewuchert wurde, ist hier der alte Kamin, also die Feuerstelle. Zeigt auch, dass da mit Abschluss des Kamins wohl die erste Etage gewesen sein musste. Also das hier war eine Ebene. Dann ging es hier wohl runter, denn da unten sieht man so ein paar Treppenstufen, die noch übrig sind und auch teilweise Treppenstufen, die hier ja noch liegen, aber keine Treppe mehr bilden. Das heißt von hier aus, ich gehe mal davon aus, dass das quasi mit Abschluss dieser Kante hier, ab da ging es dann hier nach unten in die untere Etage und dann war dort, so denke ich, auch dieser Brunnen gewesen. Damals 121 Meter, jetzt nur noch 17 Meter tief. In Sandsteinfelsen. Gut, dann gehen wir weg vom Küchenbau und vom alten Rittersaal hier hinter mir. Gehen wir jetzt hier in das Innere. Wenn man hier in diesem Bereich angekommen ist und im Hintergrund die ganzen Fenster sieht, dann würde ich jetzt gerne wissen, wie das wohl damals mal ausgesehen haben muss. Das muss ja richtig prachtvoll gewesen sein. Jetzt sind wir hier im Treppenturm, der ist leider natürlich nicht mehr so ganz vorhanden. Dementsprechend sind auch die Stufen, die eigentlich hier mal hochgeführt haben in das erste Obergeschoss, mittlerweile schon weg. Aber hier sieht man erstes Obergeschoss und dann zweites Obergeschoss. Vielleicht auch noch ein drittes, man weiß es nicht, weil da oben auf jeden Fall der Turm zu Ende ist. Gut, dann gehen wir mal nach unten, schauen mal, was wir da so finden. Doch größer als gedacht. Kommen wir hier nochmal in so einen kleinen Gewölbekeller oder Gewölbeteil. Kommen wir hier an, wo vermutlich mal irgendwas gelagert wurde oder zumindest kalt gehalten wurde. Vielleicht aber auch hier Teil eines Gefängnisses. Also wenn das hier Teil des späteren Gefängnisses gewesen ist, dann war das auf jeden Fall überhaupt kein Luxus. Also absolut gar nicht. Also die Geräuschkulisse auch hier, sehr beengend, sehr erdrückend und man fühlt sich hier wirklich super verlassen. Hier muss auch irgendwie ein Schließmechanismus gewesen sein, entweder von der einen Seite oder aber von der anderen Seite oder von beiden Seiten. Also sehr merkwürdig. Das scheint mir doch so, als ob das hier vielleicht ein Bereich gewesen ist, der mehr gesichert gewesen ist. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Aber hier war auf jeden Fall eine Tür eingelassen. Also zumindest, wenn hier eine Tür gewesen ist, dann war da was drin. Oder es war halt ein Gitter. So, die Schatzkammer ist natürlich leider gesperrt, aber ich habe ja einen Teleskoparm. Dementsprechend möchte ich euch da gerne trotzdem mal runterführen.
Also es soll hier auch irgendwo noch einen Gang geben, der wohl bis zur Kirche reicht. Aber diesen Gang, den hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Und in diesem Gang, darum geht es ja auch in dieser Sage, kam ja irgendwann dieser Ritter auf diesen Sohn zu, auf dieses Kind und hat ihm dann halt da diese Reichtümer beschert. Und da geht man von aus, dass dieser Ritter wohl einer der Handsteins gewesen ist und dieser Junge da auch die Reichtümer dann gesehen hat. Und das hat sich natürlich auch ganz schnell in diesem Dorf dann halt rumgesprochen. Ja, dieser Gang, der soll wohl wirklich existieren, aber wo der ist, das weiß man nicht. So, wieder an der frischen Luft, gehen wir jetzt einfach mal hier links herum. Den Gewölbeabgang, den haben wir jetzt auch gefunden. In das Gewölbe wollten wir jetzt einmal reingehen, das werden wir jetzt auch machen. Und mal gespannt, was wir da finden werden. So, hessisches Aktienbier gibt es auch hier. Das ist jetzt nur ein Raum. Das ist jetzt nur ein Raum von dem Gewölbe. Na, wir gehen jetzt gleich da noch einmal raus, wo Lara jetzt gerade steht. Da geht es dann noch einmal ums Eck. Ja, hier gibt es dann noch mal so ein paar Kleinigkeiten, die hier mit drin liegen. Also hier irgendwie so ein Metallkonstrukt. Kleine Glasgefäße, die hier vermutlich im Laufe der Zeit zurückgelassen wurden. So, dann gehen wir mal hier raus und gehen mal in das nächste Gewölbe. Oh. Also man sieht hier hinter mir, da ist so ein kleines Fenster. Ich weiß nicht, ob das nur als Luftschacht genutzt wurde oder als Wärmeschacht. Aber ich kann euch da mal, wie in den anderen Objekten, gerne mal mit der Kamera durchführen. So. Vermutlich wurde das aber als Lüftungsschacht genutzt, weil ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass sich hier irgendwie einer freiwillig durchgequetscht hat, der dann auf allen Vieren oder mit seinem ganzen Körper da dann quasi durchgerobbt ist. Aber wäre halt ganz gut zu wissen, wie es damals dann so abgelaufen ist, ne? So. Oh, Zugangtreppe zum Turm. Der ist verschlossen. Sollen wir da mal reingehen? Okay. Ich muss das natürlich auch richtig aufmachen. So. Genau, hier geht es einmal hoch zum Treppenturm. Da geht es dann einmal hoch. Da werden wir gleich auch nochmal hochgehen. Und hier geht es einmal runter zu dem Burgverlies. Ihr habt es euch gewünscht. Ich mache es für euch. Mal gucken, was uns erwarten wird. Ja, wenn man sich das hier so anguckt, dann könnte man glatt vergessen, dass das ein ehemaliges Burgverlies ist und das sogenannte Semmelhans-Verlies. Semmelhans deswegen, weil der letzte, der hier inhaftiert wurde, beziehungsweise in dieses Verlies gesteckt wurde, Semmelhans hieß und deswegen auch jetzt den Namen trägt. Und hier hat man dann halt Leute festgehalten. Vermutlich, ich weiß nicht, ob es hier auch die Folter gegeben hat, aber meistens wurden die Leute ja auch gar nicht so lange festgehalten. Meistens nur dann,
bis zur nächsten peinlichen Befragung. Und ja, vermutlich ist die vielleicht hier dann auch vollzogen worden. Ja, der eigentliche Abstieg dann zum Verlies war, denke ich mal, hier ums Eck. Und dann ging es vermutlich hier nochmal eine Etage tiefer über Treppen oder sowas. Da möchte ich jetzt allerdings nicht hingehen. Denn ihr wisst, die Sicherheit, die ist mir doch schon wichtig. Und bevor ich mich da an so eine Abbruchkante stelle und dann mit den Trümmerteilen da unten liege und irgendwann dann da rausgefischt werde und dann denkt man, vielleicht bin ich nur einer der Letzten, der in diesem Verlies gewesen ist, dann heißt es nämlich nicht mehr Semmelmannsloch verließ, sondern vielleicht Balzi verließ. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal den Treppenturm nach oben und schauen mal, was wir da denn so finden. Ja, hier oben endet der Treppenturm dann plötzlich. Vermutlich ging es dann hier nochmal weiter, dass hier vielleicht irgendwie ein Boden eingelassen war oder so, aber ja, doch, da sieht man, da ist so eine Vertiefung. Könnte sein, dass da vielleicht in der Vergangenheit mal ein Holzkonstrukt gewesen ist. Da drüben sieht man auch nochmal eine Vertiefung, also da war auch ein Balken drin. Kann auch sein, dass das hier quasi so ebenerdig darüber ging, weil hier ja die Abbruchkante ist. Das heißt, das Gebäude war noch wesentlich größer. Und was ich jetzt gerade sehe, ist da oben, da, das sieht so aus wie ein Kamin. Und von hier aus konnte man dann die verschiedenen Räume durchlaufen, wie hier zum Beispiel so nach rechts, so ein kleiner Nebenraum noch. Da können wir auch nochmal eben reinspinksen. Ich schwenke euch mal. Also vermutlich war das da auch ein Kamin und da oben dann auch. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich bin gespannt, was wir noch alles so finden werden. Hier können wir dann noch einmal zum Südturm. 2014 wurde dieser Südturm hier auch fachmännisch renoviert und ist seitdem jetzt auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Denn wenn man das nicht fachmännisch macht, dann könnte diese Fuge, die dazwischen ist, also zwischen diesen einzelnen Steinen gibt es ja immer diese Fugen, die man hier sieht. Und wenn man da das falsche Material benutzt, kann es halt durchaus dazu kommen, dass diese Fuge schrumpft und dementsprechend der Stein locker wird. Und dadurch kann es halt passieren, dass so Bauten wie diese hier irgendwann dann kaputt gehen. Auf den Turm können wir gleich auch noch gehen, da drüben. Das, was man jetzt gerade hier sieht, da ist der Zugang zu dem nicht öffentlich zugänglichen Gewölbe, wo wir ja drin gewesen sind. Jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder nach unten und schauen uns nochmal die restlichen Sachen an, die es hier noch so gibt. Also es ist wie ein großer Abenteuerspielplatz für klein und groß. Sehr spannend, macht sehr viel Spaß. Außer Treppen hoch macht nicht so viel Spaß. Aber egal. Ja. Das hier ist der alte Rittersaal, also der alte neue Rittersaal. Irgendwann 1800, schieß mich tot, wurde dann halt hier dieser neue, in Anführungsstrichen, Rittersaal errichtet. Hier ist auch noch ein alter Kamin. Ist schon alt, ja, aber es ist jetzt nicht so alt, was man sich normalerweise so denkt bei einer Burg, ne? Hier geht's noch tiefer runter. Ach.
Also ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber damit habe ich jetzt irgendwie dann doch nicht gerechnet. Ne? Also dass es ein Verlies gibt, ja, aber okay, miteinander verknüpft hätte man das eigentlich wissen müssen, dass es dann halt hier doch noch einen Folterkeller gegeben hat. Ja, vermutlich aber alles Nachbauten hier, weil sonst wären die ganzen Sachen vermutlich auch nicht mehr so in Schuss, gerade wenn sie aus Holz sind, wie zum Beispiel jetzt hier den sogenannten spanischen Esel. Aber zum Verdeutlichen ist das vielleicht doch ganz gut. Es war ja damals so gewesen, dass bei einem spanischen Esel ging es darum, dass der zu Folternde sich dann hier obendrauf auf diese scharfe Kante gesetzt hat oder setzen musste, um das Ganze dann halt nochmal zu erhöhen, also den Schmerz nochmal zu erhöhen, hatte man das dann so gehabt, dass man dem zu peinlich Befragenden Gewichte an die Füße gehangen hat und somit wurde der Druck dann halt nochmal erhöht und dieserjenige, der sich darauf befunden hat, konnte sich dann auch nicht selbstständig wieder befreien. Auf der anderen Seite, was wir hier noch haben, das ist der sogenannte gespickte Hase. Das ist sowas, also ein Hybrid aus Streckbank und dem mobilen gespickten Hasen. Also diese sogenannte Tapezierrolle, so nenne ich das jetzt gerne mal. Das sind wahnsinnig spitze Dornen, die hier drauf sind. Also der Scharfrichter konnte dann über diese Umlenkrolle, über diese Winde, konnte er denjenigen dann halt immer wieder hin und her über diesen gespickten Hasen rollen. Und man kann sich ganz gut vorstellen, wie das wohl schmerzen musste, wenn man hier über diese Metalldornen immer wieder gezogen wurde. Bis er dann irgendwann ja, ein Geständnis von sich gab. Ja gut, dann war das jetzt gerade unten doch nicht der neue Rittersaal, dann habe ich da Quatsch erzählt, aber ich dachte, das wäre halt so. Ja, Gebäude ist dasselbe, nur dass wir jetzt gerade eben noch eine Etage tiefer gewesen sind. Jetzt sind wir aber in dem neuen Rittersaal, welches dann in dem 19. Jahrhundert dann irgendwann neu aufgebaut wurde. Man sieht hier, dass das nicht mehr alles so in der Zeit ist und dass es alles viel, viel neuer ist, aber doch trotzdem sehr, sehr schön. Ne? Ja, mit der Leuchte hier komme ich mir wirklich so vor, als ob ich gerade in den Club gehe. Aber von der Enge her dürfte es nicht enger sein, weil ansonsten passe ich auch nicht mehr durch. Das ist gerade so eine Körperbreite. Hier ging es ursprünglich noch weiter hoch. Jetzt mittlerweile aber nicht mehr. Hier kann man auch noch mal durchgucken. Aber hinter uns haben wir die Möglichkeit, jetzt auf den Turm zu gehen. Und das machen wir auch. Dieser Turm muss das tatsächlich auch gewesen sein, den man damals am benutzt hat zur DDR-Zeit zur Grenzkontrolle bzw. Grenzüberprüfung. Konnte hier wunderbar erkennen, ob hier irgendwie einer die Grenze übertritt oder übersteigen möchte. Und deswegen wurde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieser Turm hier auch genutzt, um diese Grenzkontrollen durchzuführen. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass bisher noch kein Hinweis kam, wo denn das kleine Schwertchen versteckt wurde. Das liegt daran, dass ich es halt noch in meiner Tasche hatte. Der Zeitpunkt ist aber jetzt gekommen, dass ich es einfach verstecken werde. Nein, das mache ich nicht hier, weil ansonsten wüsstet ihr ja, das ist ja auf dem Turm. Ja, gucken wir mal, ob wir einen geeigneten Ort finden werden.
Das hinter mir gehört auch noch dazu und das soll jetzt auch genug sein mit Hinweisen. Also wenn du es finden willst, dann findest du es auch. Und falls du es irgendwann gefunden haben solltest, schreib es in die Kommentare und schick mir auch per Instagram ein Beweisfoto, dass ich weiß, dass du es wirklich hast. Es fängt pünktlich an zu regnen und damit würde ich auch jetzt sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Falls dir das Video gefallen haben sollte, dann lass gerne ein Like, einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und zeigt mir, dass wir definitiv weiter damit machen sollen. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, rennen wir schnell zum Auto, damit wir nicht allzu nass werden. Und ich wünsche dir viel Spaß bei den anderen Videos noch und viel Spaß bei dem Schwert. Ne? Such das Schwert, schick mir gerne einen Beweis, dass du es gefunden hast, falls du hier an der Burg Hanstein irgendwann mal sein solltest. Alles klar, in diesem Sinne, schönen Tag noch und bis bald, Sie fahren. Tschüss!